Viertel vor sechs. Langsam erwachen Jana und ihr Truck Tweety 2.0. Die zwei sind kurz hinter Bremen und müssen gleich weiter. Gartenmöbel abliefern in der Nähe von Osnabrück. Ich habe geschlafen wie ein Stein, rein ins Bett, Ohrstöpsel rein, weil ein Kühler in der Nähe stand, das brauchen wir nicht. Also rein die Pfropfen, rumgedreht und weg war ich. Ja, jetzt fahren wir uns nach Melle. Dort werden wir unseren Container entladen und dann geht's weiter in den Pott. So, Start klar. Auf geht's. Ab nach Melle in Niedersachsen wohlgemerkt, nicht Malle im Mittelmeer. Obwohl Gartenmöbel dort wahrscheinlich gerade sinnvoller sind als bei dem Schietwetter hier. Das ist halt im Sommer das Schöne. Du stehst früh auf, fährst im Hellen los. Und gerade die ganzen Lichter und alles, ja, es ist schon anstrengender, als wie im Hellen zu fahren. Auf jeden Fall. Aber ja, wir können ja nicht warten, bis es helle wird. Dann ja, schaffen wir unsere Runde nicht mehr. Neben Melle hat Jana heute nämlich noch zwei Ziele anzufahren. Den Dortmunder Hafen und Gronau. Da heißt es Strecke machen. Aber wie soll das gehen, wenn einen ständig andere Verkehrsteilnehmer ausbremsen? Ja, Uschi, hier sind 80. Findest du es bis da heute noch oder warten? Soll ich dir ein bisschen helfen? Oh, ey, das sind alles so Trantüten, ey. Meine Güte, ey. Die hat hundertprozentig wieder das Schild von 60 im Wechsel auf 80 nicht gesehen. Und dann dahlen sie mir mit 60 durch die Baustelle weiter, obwohl 80 dastehen. Manchmal möchte ich echt einen Lichtbalken so mal bei den Schildern so richtig voller Rotze anmachen, dass sie vielleicht auch klare Bilder sehen oder so. Vielleicht langt er denen ja Licht nicht oder so. Ich frage mich manchmal, ob die so blöd sind oder ob sie bloß so blöd tun. Ich verstehe es nicht. Da willst du auf den Standstreif, weißt du? Ey, Sarah, nee. Die Chaos Queen in Bestform. Mit ein bisschen Adrenalin im Blut fährt Jana gleich noch mal so gut. Dabei hätte sich das Trucker-Babe gar nicht so beeilen müssen. Wie sich gleich herausstellen wird. Hey, was ist denn heute los hier? Hä? Fangen die jetzt später an? Hm. Das ist ja schon komisch. Ist das Tor überhaupt schon offen? Ja, das Tor ist mal schon offen. Hm. Ja, im Normalfall gehen hier viertel vor sieben die Lichter an. Es kann aber sein, dass jetzt halt die Saison vorbei ist für die Hauptware, weil die machen halt viel mit Gartenmöbeln. Und ja, vielleicht fangen die auch jetzt im Herbst, Winter erst um 8 an. Aber pff, ich meine, früher hatten wir aber auch um 6 Uhr früh Termine hier. Aber ja gut, vielleicht ist nicht mehr so viel, man weiß es ja nicht. Ich stelle mich jetzt mal vors Tor. Irgendwann werden schon die Jalousien da hinten aufgehen. So, Pole Position. Sehr schön. Pole Position. Es könnte also schnell gehen. Leider stellt sich beim Öffnen des Containers heraus, was hinter dem Begriff Gartenmöbel in Wahrheit steckt. Oh, oh, wir haben heute Gewächshäuser auf dem Auto. Das können wir dauern, ne? Ja, jetzt tun wir sozusagen warten, bis sie entladen haben. Ich denke mal, ja, je nachdem 2 Stunden. Das sind relativ kleine und viele Kartons. Und von dem her, ja, Häuschen, ne? Haben wir schon genug gearbeitet. Eine Stunde sind wir immerhin schon unterwegs, ne? Ist schon ganz schön anstrengend. Da braucht die Mutti ein bisschen Ruhe. Die hat sich Mutti auch verdient. Die Nacht war kurz genug. Und gegessen hat sie auch noch nichts. Dafür hat sie gut geschätzt. Das Abladen hat genau so lange gedauert, wie vorhergesagt. Ja, wenn ich so auf die Nadel gucke, wir haben jetzt 2 Stunden knapp abgeladen. Das ist voll in der Norm. Also, und es waren auch wirklich kleine Kartons. Das dauert schon eine Weile. Also es ist nicht ganz ohne. Ich möchte es nicht machen wollen. Also Hut ab immer vor denen und bin zufrieden. Wir können jetzt Richtung Dortmund starten und auf. Dortmund, Perle des Ruhrgebiets. Jana ist kein großer Fan der Gegend. Dabei würde sie mit dem Menschenschlag gut klarkommen. Im Pott ist man ja auch gern offen und direkt. Der wunderschöne Ruhrpott. Ne? Ich bin noch durch keinen Stadtteil gefahren, wo ich sagen würde, da fühle ich mich wohl. Das ist irgendwie alles so zusammengefercht, alles auf einen Haufen geschmissen. Klar, wie gesagt, in Hamburg gibt es genau so eine Ecken. Aber für mich ist zum Beispiel die Speicherstadt ist alt. Ne? Aber für mich immer wieder ein Highlight. Und dann komme ich nach Blankenese oder sonst wohin. Wow, geil, ne? Aber am Pott, da habe ich noch nirgendwo wow gesagt. Gibt's für mich nicht, keine Ahnung. Also. Dabei können in den zusammengepferchtesten Häusern die nettesten Menschen wohnen.
Ich meine, ich habe jetzt noch keine negativen Menschen im Großen und Ganzen getroffen. Früher war das schon extremer in den Lagern und sowas. Da bist du schon oft vollgepumpt worden. Früh eigentlich schon schlechte Laune und ich bin zum Beispiel kein Morgenmuffel. Also ich komme prinzipiell, egal wo, erst mal früh rein. Moin! So, und wenn, ja, was willst du denn? So, wo ich sage, hey Alter, ich will mich gerade anmelden bei dir und was kommst du mir jetzt blöde? Und dann sage ich mir, ja gut, dann machen wir halt das Ganze mit und ich gehe jetzt mal in meinen LKW raus. Aber wenn du dich beruhigt hast und fertig bist, ich sage, kannst du rauskommen, fangen wir das Ganze mal von vorne an und dann können wir auch über das Abladen reden. Ne? So, da bin ich, interessiert mich nicht. Der Pott ist halt hart, aber herzlich. Aber ja, was willst du machen, ne? Wie viele Leute nach Hamburg kommen und sagen, Hamburg ist scheiße, ne? Wo ich mich da pudelwohl fühle, wenn es scheiße läuft. Na, weil ich es einfach gewöhnt bin da. Und wir müssen da hin, nutzt nichts und Augen zu und durch. Jetzt aber erstmal Augen auf. Morgen hat Jana in Niedersachsen Einbauteile für Gartenhäuser abgeladen und ist nun auf dem Weg zum Container Terminal im Dortmunder Hafen. 6 Kilometer haben wir jetzt noch bis zum Kunden, das sind noch 10 Minuten. Und dann hoffe ich, dass nicht so viel los ist, weil es ist ein recht kleines Terminal, also ja. Ruhrpott ist halt nicht Hamburg. Ich finde die Bezeichnung ja geil, ne? Also das Schild jetzt hier bezeichnet mir, es geht von 3 Spuren auf 2 Spuren. Hier sind aber bloß 2 Spuren, ne? Also ich finde das ja schon witzig, ne? Und jetzt kommt hier 3 Spuren, ja gut, das will ich nicht gesagt haben, ne? Ja, das Schild war aber schon hier oben, da hätte man es thematisieren müssen, wo ich sage, hä, wo sind denn hier 3 Spuren, bitte? Och, alter Brett, och, hammerhart hier, ey. Scheiß die Wand an, ey. Mal gespannt, von wo wir jetzt hier kommen. Ich hab keine Ahnung. Ach, wir fahren einfach, wir fahren immer in den Pott rein, ne? Immer in den Pott. Das passt, ey. Das war genial, der hat mal eine Stupe gegäbt, ne? Ja, genau, jetzt kommen wir von der Seite rein und hier fahren wir dann wieder raus, aber da fahren wir, ja genau, da fahren wir dann hier wieder drauf und dann Richtung Kronau. Hey, ich weiß doch, wo ich bin und das im Pott, ne? Das finde ich geil. Es besteht also noch Hoffnung, dass Jana mit dem Pott warm wird. Da sind wir doch schon da, feini, feini. Jana muss hier ihren leeren Container gegen einen anderen tauschen. Das hat mit den wechselnden Auftraggebern zu tun. So. Check. Ach, jetzt gehen wir erstmal zur Anmeldung und dann gucken wir weiter, ne? Wie es abläuft. Na, hoffentlich so geschmeidig wie bisher. Moin! Ich muss mal schnell Zettelchen ausfüllen, sorry. So, das nehmen wir. Gut, gucken wir mal. Wo ist er denn? Da ist er. So, einmal in. Genau. Das ist OOLU 85233 71. Ausgang? Ausgang, bitteschön. Weißt du, was du laden musst, was da reinkommt? So eine Gestelle, so eine Platten. Also der Boden muss schon ganz sein, ja. Okay. Am besten glatt und gewachst. Alles gut. So, einmal zum Checker, ne? Alles lassen. Danke dir. Ich danke auch. Tschüss. Moin, wie war denn das? Brauchst du einen Zettel von mir? Nö, ne? Gut, kann ich das erstmal reinlegen. Sehr schön. Jetzt öffne ich die Türen für einen Checker, der kontrolliert den Container, ob der in Ordnung ist. Und dann sagt er mir, ob ich damit reinfahren kann oder nicht. Beide oder eine? Beide. Jo. Der ist fast werksneu, hey. So. Dann bitte einmal nach 99. 99, alles klar, supi. Janas alter Container hat die Abnahme bestanden. Jetzt muss sie zur Umladestelle 99, also zu einer der großen Containerbrücken mit ihren Krananlagen. Dort wird ihr alter Container gegen einen neuen getauscht, mit dem es anschließend Richtung Gronau geht. 65, 69, 79, 85, ja, okay. So, jetzt muss ich ganz schnell raus, dass der mir noch das Ding runterhebt. Jana muss ihren Container fix entriegeln, sonst hängt am Schluss der ganze Truck in der Luft. Und das würde Tweety bestimmt nicht gefallen. Der alte Container ist jetzt Geschichte. Aber wie findet der Kranführer den neuen?
Ich habe jetzt quasi ins Fenster eine Tafel reingehängt mit der Nummer 622. Und somit wird es an den weitergegeben und der weiß dann genau, welchen Container ich bekomme. Weil das dann unter der Nummer registriert worden ist. Mehr als 6 Millionen Tonnen werden im Dortmunder Hafen jedes Jahr umgeschlagen. Und Abfahrt. Das lief doch heute. Aber man hat ja gesehen, es waren jetzt 3, 4 LKWs da. Das Terminal ist nicht groß. Dafür ist der neue Container größer als der alte. Und wir haben jetzt einen 40-Fuß-Container drauf und der ist jetzt leer. Und damit befahren wir jetzt nach Kronau und damit Feierabend, lingelingeling, ne? Das ist doch geili gelaufen, ey. Es läuft. Quarzplatten für Australien, Gartenmöbel für den Ruhrpott.